Ja, ich bin auf der Techno-Klassiker 2017 auf dem Opel-Stand. Ich habe hier einen besonderen Gast heute hier, neben einem wunderschönen Fahrzeug. Ich spreche erstmal kurz über das Fahrzeug, das ist ein Opel Admiral. Aber der neben mir steht, zu dem habe ich auch eine persönliche Besonderheit. Das ist nämlich der Herr Grünewald. Der Herr Grünewald, der hat uns vor 2 Jahren dieses Fahrzeug geschenkt für unsere Klassik-Sammlung. Jetzt haben wir ihn eingeladen dieses Jahr, weil wir das Fahrzeug wie bei anderen Gelegenheiten aufstellen, auch wir haben. Herr Grünewald, wie kam das dazu? Ich weiß, das kann mich einmal machen. Was war der Hintergrund, dass Sie für uns diese tolle Sache gemacht haben und sagen, Mensch, mein Auto, das verschenken kann? Als ich als Kind den Admiral kennenlernte, hatten wir selbst einen Olympia. Und ich sage mal, die großen fuhren mit dem Admiral. Und dann habe ich mir eines Tages aus Kiel diesen Wagen gekauft. Und dann hat der Herr Holz den ganz aufgebaut und Auto gemacht. Und ich habe den Wagen sehr gerne. Aber jetzt bin ich in einem Alter, da verliert sich die Lust an diesen Dingen. Dann nur er zum Geburtstag zurück, wo er geboren wurde, und dann in gute Hände bei der Opel Klassik. So haben wir uns kennengelernt und so habe ich den Wagen gemacht. Ganz toll. Also wir haben heute viel Spaß auch mit dem Fahrzeug. Am Anfang wollten Sie ja, dass das Fahrzeug auch noch ausgestellt wird. Ja, ja. Irgendwann haben Sie dann gesagt, warte mal ruhig. Habt ihr auch Sinn, dass ein Auto bewegt und das stimmt. Wir haben ihn auch schon bei verschiedenen Fahrzeugen. Wir hatten ihn auch in diesem Jahr, weil wir immer die Brücke schlagen von einem historischen Modell zu einem aktuellen Modell. Das ist der Moment, wo uns dann sicher in den Markt kommt, werden wir dieses Fahrzeug auch in diesem Jahr einsetzen. Sie haben ja auch damals, Sie sagten schon, der Holz mittlerweile hat das Fahrzeug hier, aber das wurde ja auch richtig restauriert, oder? Ja, ja, ja. Vom Grunde her in großem Aufwand restauriert, eigentlich mit einem unvernünftigen Aufwand. Und deshalb wollte ich jetzt die Schafferei mit dem Verkauf dieses Wagens zum Preis bringen. Beste ist Opel zu haben. Das ist natürlich ein tolles Angebot. Danke nochmal ganz herzlich dafür. Wer noch gerne hier vorbeikommen möchte von Gästen und sich dieses tolle Auto angucken möchte, kann das noch bis zum Ende der Messe tun. Herr Holz, wir müssen mal hier durchlaufen. Also wir haben mittlerweile jetzt noch einen dritten Herrn hier dabei, den Herrn Holz, über den haben wir eben gerade schon gesprochen. Er ist der Mann, der dieses Auto damals fertiggestellt hat. Ich weiß auch, dass ich bei der Übergabe dabei war. Ja, ja. Das war für Sie natürlich ganz leicht, weil Sie hängen dann immer. Welche Verbindung haben Sie so? Sie haben den Wagen länger gefahren, über mehrere Jahre wahrscheinlich, für den Zeit. Ja, ja. Vor allen Dingen haben wir den Admiral viele Rennen. Ja. Ja. Und auch auf den ersten Preis. Erster Preis. Ja. Hat er auch mal jetzt. Also, ja, mehrfach. Ja. Tolles Auto, zwei ganz tolle Herren. Nochmal Dankeschön an alle, dass wir das jetzt, wir werden es auch gegen und pflegen, auch so, dass Sie ein gutes Gefühl haben, dass Ihr Auto jetzt guten Händen. Die Schrammen hinten haben Sie nicht weggekriegt. Nee. Das müssen wir noch machen. Alles klar, gut. Das war es dann vom Opel-Stand auf der Technik-Klasse. Ja, habt ihr den auf einer Achse? Nein.